Ich hätte dir die Chance gegeben, einen Journalist zu loben. Ja, das kann ich am Schluss machen, nicht am Anfang. Kommt doch niemand in den Sinn auf die Schnelle, du musst länger überlegen. Aha, irgendein Journalist. Ja, nimm ein Beispiel, komm von einem Massenmedium, wo du findest, der ist top. Ich habe nichts Spezielles jetzt, wo gerade so im... Es gibt den einen oder anderen, aber nichts, wo ich jetzt gerade ein Fan wäre und schon lange würde kennen. Aber hast du in letzter Zeit ein Interview gehabt, wo du gut repräsentiert gefühlt hast oder einen Artikel gelesen, den du gut gefunden hast? Ja, das Interview in Batz hat mir gefallen. Obwohl ich mich dort haben wir sehr hart durchsetzen. Die haben schon ein bisschen scharf mich herausgefordert, aber das ist an sich gut. Und ich glaube, es ist auch, ja, die haben Fragen gestellt, natürlich, wo viele denken. Und dann finde ich es eigentlich gut, dass ich mal endlich Stellung nehmen dazu. Meistens wird so Zeug dann nicht in Frageform mir vorgestellt, sondern einfach Behauptungen über mich. Oder was. Mhm. Und, ja. Das war Basler Zeitung, also der Markus Somm. Ja, genau. Ja. Wie bist du zu dem Gespräch gekommen? Hast du dich beworben? Nein. ja, ich habe das eigentlich, das ist kein Geheimnis. Also, er hat mich in einer Sendung zusammen mit dem Roger Schawinski als grusiger Antisemit bezeichnet. Okay. Das hat mir nicht gefallen. Ich lasse mir das prinzipiell nicht gefallen. Da habe ich eingeklagt. Zwei Klagen, also sie haben das sofort rausschneiden auf gerichtlichen Befehl her. Das ist auch die Podcast-Sendung Roger gegen Roger oder Roger gegen Markus in dem Fall. Ja, ja. Die ist recht bekannt, ja. Ja, ich habe es sonst nicht gekannt. In jedem Fall, das haben sie dann müssen super provisorisch rausschneiden, das ist geblieben. Und parallel so ein Ehrverletzungsstrafverfahren gegen Markus Somm. Und das hat mir natürlich nicht gefallen, ist logisch. Also eine Vorstrafe ist nie so ehrenhaft. Und dann hat er mir dann einen Vergleichsvorschlag gemacht, eine ganze Seite Interview in der Basler Zeitung. Da habe ich gedacht, gut, kann ich machen. Gelöst ist es ja, anerkannt, dass es rechtswidrig ist, ist es damit, brauche ich nicht unbedingt. Habe ich mehr davon, von so einer, ich habe nicht so oft Gelegenheit, oder, grosse Interview. Und was wichtig war, er hat gesagt, es werde nicht veröffentlicht gegen meinen Willen. Also ich meine, das ist jetzt vielleicht, wenn ich das jetzt da sage, sieht das dann aus als geschönigtes Interview, ist es nicht gewesen. Also, aber einfach blöde Bemerkungen brauche ich einfach nicht. Also man sieht, wenn man das liest, sieht man, die haben mir sehr scharfe und herausfordernde Fragen gestellt und ich habe einfach darauf Antwort gegeben. Das ist so weit gut rausgekommen. So grosse Interview, faire Interview, habe ich seit längerem nicht mehr so Gelegenheit. Also mit den Medien stehe ich generell nicht so gut. Die schreiben so viel Scheiß, also ich kann es nicht anders sagen. Und dann, ich habe auch angefangen, dass ich viele Medien gar nicht mehr informieren über neue Neuigkeiten. Lieber nichts als einfach ein Seich. Und ich tue jetzt nur noch gezielt Journalisten, die ich kenne, die ich irgendwie als fair finde, denen wenigen. Mit denen arbeite ich zusammen, dann liefere ich Informationen und die anderen nicht mehr. Ich habe ja auch schon mit Medien zu tun gehabt, mehr aus beruflichen Gründen. Ich habe mich manchmal gefragt, wie mit George Bush, ist er böse oder ist er blöd? Und beim Bush bin ich zum einen gekommen, ist einfach eine Kombination von beidem. Und bei den Medien frage ich mich manchmal das Gleiche. Zum Teil habe ich wirklich das Gefühl, wohlwollende Journalisten und dann werden meine Interviews werden zusammengeschnitten, zusammengekürzt und wird völlig verzerrend dargestellt. Und wenn ich dann einmal reklamiert habe, zum Teil haben sie es gar nicht anerkannt. Haben das Gefühl gehabt, ich denke, da plötzlich meine Aussagen abändern. Dabei haben sie mich völlig verfremdet zusammengefasst in den Interviews. Was würdest du sagen, ist da böse Wille dahinter oder ist das einfach Inkompetenz? Ich glaube, an dem studiere ich schon seit Jahrzehnten um, was da bei den Medien genau abläuft. Ich glaube, es ist eine Mischung von verschiedenen. Also ein Trend ist natürlich vor allem bei jungen Journalisten, dass sie denken, ja, ich bin eine umstrittene Person, dann müssen wir ja nicht zu positiv anstellen, sonst komme ich nachher einen anderen Rüffel über. Und wenn ich den blöd anstelle, dann habe ich das Regime auf meiner Seite. Oder? Also, ja, einfach die Regime, ja, ich sage dann so die herrschenden politischen Kräfte, nenne ich jetzt einfach da ein bisschen Regime. Also Mainstream-Medien oder so junge Journalisten, meistens
nicht hochqualifiziert, ein bisschen angelernt, weil vor allem bei der Tageszeitung, die haben immer mehr wirtschaftlich zu kämpfen, dann wird halt einfach die Qualität vom Personal angeht, aber junge, unerfahrene, die einfach glauben, wenn mit blöden Bemerkungen gegen mich sagen sie dann abgesichert, dass niemand kann Vorwurf machen kann, sie hätten da quasi Propaganda gemacht für mich. Also das ist ganz eindeutig ein Zug. Wie hat denn das angefangen, dass du... Nein, lass dich ausreden, sorry, das ist ein Zug, weißt du, ein anderer Zug? Dann hat es natürlich auch vorsätzlich, um mich fertig zu machen. Das erlebe ich zurzeit gerade am stärksten mit dem St. Galler Tagblatt. Das und die Thurgau Zeitung gehören zusammen, die sind von dem NZZ-Verlag. Wo man einfach, ich kann ein Beispiel bringen. Wieder. Also zwei Beispiele habe ich in letzter Zeit erlebt, krasse. Ich tue es dann an unserer Zeitschrift VGT-Nachrichten unter der Rubrik Medienmanipulation einfach zeigen. In einem Fall ist es gegangen, da haben wir einen Bericht gemacht über eine Schweinefabrik. Eine schlimme, also die meisten sind schlimm. Und da habe ich in der Zeitschrift veröffentlicht, News geschickt. Dann hat sich eine Journalistin gemeldet vom Toggenburger Tagblatt. Das ist im Toggenburg hier nicht die Schweinefabrik, das ist eine Regionalausgabe von St. Galler Tagblatt. Und hat da interessiert da und ich habe eine Auskunft gegeben. Und das ist dann hat man das Gefühl gehabt, ja, die versteht, was man meint und alles gut. Und dann ist einfach ein Hetzartikel gegen mich rausgekommen.